So, ihr liebenden und mutigen Seelen, die ihr euch mit eurem spirituellen Business befassen möchtet und ja, also als spiritueller Unternehmer unterwegs seid. Ich grüße euch ganz herzlich hier auf dem Kanal des Ahnenheilzentrums. Ich bin Beatrice Gabriel, Urschamanin und Systemikerin und möchte jetzt als Teil 2, so will ich das mal nennen, zum spirituellen Unternehmertum ein Video noch machen zum Thema Erfolg. Erfolg und vor allen Dingen Geld. Und auch, ja, da könnte man jetzt mit Sicherheit und müsste man auch wahrscheinlich 3 Tages-Coachings draus machen. Aber ich möchte dir einfach an der Stelle ein paar Inspirationen mitgeben, die, soweit ich weiß, nicht ganz so einfach gebündelt woanders zu finden sind. Also ich habe es nicht gefunden, aber kann man nicht so ganz Internet absuchen. Vielleicht macht da dann auch irgendwer, was weiß ich was. Ich bin zum Beispiel heute im Austausch mit einer Kollegin gewesen, die einen sehr großen Kanal hat und sie fragte mich, ob ich nicht meine Thumbnails verändern möchte. Ist nicht die erste, die mich das fragt. So, also mich mehrere Kollegen fragen. Und das ist natürlich auch sinnvoll, ja. So. Und so nach dem Motto, du wärst erfolgreicher, du könntest mehr Leute erreichen, wenn du dieses Thumbnail verändern würdest. So. Und dann habe ich ihr geantwortet und habe gesagt, also danke, das ist ganz, ganz lieb, aber an der Stelle, wo ich mit meinem Unternehmen bin, geht es darum nicht mehr. Geht es einfach nicht mehr darum. Und das heißt, Erfolg bemisst sich für mich mittlerweile einfach mit ganz, ganz anderen Dingen. So. Und auch dieses Thema innere Fülle, äußere Fülle, was ja auch immer wieder gepredigt wird in einer hermetischen Vollverdrehung, ja. Das ist nicht so, das ist zu kurz gedacht. Also das ist, wenn man die hermetischen Gesetze zu einseitig sieht. Ich werde da demnächst noch Videos zu machen, zur, weiß ich nicht, dunkle Hermetik oder so, wie ich das nennen, ja. Das ist wie innen so außen, wie außen so innen. So. Das heißt nicht, dass du Geld hast oder Geld brauchst, um innere Fülle zu fühlen. Das heißt ja, wie innen so außen. So. Das ist schon so. Ich fühle mich innen relativ voll und das ist auch außen relativ voll. Manchmal ist es ein bisschen knapp und es ist tatsächlich auch immer dann sozusagen, wenn ich mich erwische, sozusagen, dass ich in Mangel Glaubenssätze gehe. Video gemacht, ja, dazu, Existenzängste. Und das hat einfach was mit der Umstrukturierung jetzt gerade in meinem Unternehmen zu tun, wo ich mich im Prinzip auf Spendengelder verlassen muss. Das ist schon ganz schön, das ist schon eine krasse Nummer. Also es ist auch eine krasse Vertrauensleistung an die Urquelle. So. Und trotzdem ist es mir einfach wichtig, und das ist, also sagt auch Gott immer wieder, dass es wichtig ist, dass eben hier das Wissen parat ist, auch für Menschen, die gerade kein Geld haben. So. Ja, das kann ja auch gut sein, dass dann der Lohn dann später kommt. Man weiß ja nicht, ja. Aber das heißt, was ist ein Erfolg überhaupt in dieser Zeit? Da muss man wirklich mal für sich selber sacken lassen. Und das ist halt das Krasse, dass diese ganzen Erfolgscoachings, die da draußen unterwegs sind, eigentlich immer einem 3D-Erfolg hinterherrennen und sich aber als fünfdimensionale Kurse etablieren. Also, ah, nochmal, wir gehen nicht auf 5D. Zwischen 3 und 5 liegt die 4. Wir gehen in die vierte Dichte. Und die vierte Dichte hat was mit dem Ausgleich zu tun und Energien, die im Fluss sind. Ja? Ich gebe dir, du gibst mir und so weiter und so fort. Es ist schön, es ist harmonisch. Ja? Keiner haut dem anderen eine rein und keiner missbraucht den anderen. Das ist die Ebene, die wir errichten. Und diese Erfolgscoachings jetzt zum Beispiel oder auch diese Geldkreationsvideos und so weiter und so fort, die bemessen sich nicht mehr wirklich an dem Austausch, sondern sie bemessen sich an, ich sage mal, Hirnumstrukturierung, was auch so nicht funktioniert. Also ganz begrenzt funktioniert es so, weil das Problem ist die Ausrichtung, mit dem du das schon anfängst, ja. Erfolg stellt sich eigentlich dann ein, wenn du Erfolg vergisst. Geld stellt sich dann ein, wenn du Geld vergisst. Merke ich immer wieder. Also wenn ich eine Eingebung habe und mache zum Beispiel ein Video, ich denke, oh Mann, ja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade mein Thema, aber oder das gibt garantiert, das gucken die Leute nicht, da gibt es wenig Klicks für oder was weiß ich was. Meistens für diese Videos kommen dann mal Spenden. So. Weil ich der Eingebung gefolgt bin und weil ich eben nicht auf ich mache hier was weiß ich was. Hauptsache es gibt Geld, Hauptsache es gibt Klicks.
So, das wird so nichts. Das heißt, was ist Erfolg für dich? Die Frage möchte ich dir wirklich stellen. Und für mich zum Beispiel, also wir sind ja in einem Jahr, auch wo wir ganz, ganz viel, und es wird auch noch weitergehen, Werte neu definieren müssen. So. Und was ist für mich Erfolg zum Beispiel? Also ich habe ziemlich viele erfolgreiche Menschen kennengelernt, wo ich denke, alter arme Würstchen. Da war zwar ganz viel äußere Fülle, komischerweise, ja, keine innere und auch gar keine Lebensqualität. Was sagen denn jetzt die Leute dazu, die immer sagen, innere Fülle muss sich im Außen spiegeln? So. Dasselbe sehen wir bei diversen Politikern, Stars oder was weiß ich was. Das ist überhaupt nicht so. Ja? Ich glaube, da ist so viel innere Blendung, die zeigt sich im Außen durch ganz viel Blendung, so will ich das mal sagen. Es sind auch oft Narzissten, die einen Größen selbst haben, die schaffen es auch zu sonst was für einem Reichtum, sind aber innen total leer. So. Und diese Unternehmen zum Beispiel, die wirtschaften auch die Leute leer. Es sind in der Regel immer Leute, die ständig Personal suchen, weil sie Arbeiter nicht gut bezahlen oder, ja. So, also da gibt es ganz viele Mängel und auch da muss man einfach gucken. Also wie gesagt, Hermetik muss man wirklich verstehen. Das ist nicht so einfach. Da muss man wirklich lange studieren. Und vor allen Dingen muss man nicht nur Hermetik studieren, sondern Systemik und Alchemie. So, erst dann kriegt man eine ganzheitliche Hermetik hin. So, und das dauert. Das dauert viele, viele Jahre, bis man begriffen hat, wie diese Sachen da laufen. Das heißt, versucht die Sachen nicht immer so einseitig zu sehen. Und was ist zum Beispiel Erfolg für dich? Für mich ist es Erfolg, ja, wenn ich ohne Wecker aufstehen kann, wenn ich nicht irgendwo hinrennen muss und wenn ich meinen kreativen Impulsen folgen kann. So, was auch immer das an dem Tag halt gerade heißt. Und wenn ich auch meiner Gefühlslage folgen kann, wenn ich mir frei nehmen kann, wenn ich zum Beispiel mit meinen inneren Prozessen zu tun habe, ja, ich einfach sagen kann, nee, heute nicht. Hab gleich ein Bett, oder ich lese ein Buch, oder keine Ahnung was, ja. So, das ist für mich Freiheit und das ist für mich Reichtum. Und dazu zählt für mich natürlich auch, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und dann muss ich mich halt fragen, okay, wie stelle ich denn mein Leben auf, sozusagen, wie viel Geld brauche ich denn und so weiter und so fort. Und daran bemisst sich für mich Erfolg. Also nicht daran, was ich für eine Karre fahre, wie viele Yachten ich habe. Oder was weiß ich. Also ich war mit so vielen Unternehmern auch zusammen. Die hatten nie Zeit. Die hatten nie Zeit. So. Und ich glaube, das sind für mich Erfolgswerte. Gute Beziehungen sind für mich Erfolgswerte. Persönliche Integrität ist für mich ein Erfolgswert. Wenn ich sagen kann, ich reiß die Fresse auf und muss nicht gucken, dass ich mich hier für irgendwen bequem mache. Ja? Ich muss keinen Bückling machen. Das ist für mich ein enormer Erfolg. Ja, ein ganz enormer Erfolg aus dem Elternhaus heraus, wo man ständig einen Bückling machen musste, sonst auf die Fresse gekriegt hat. Ja. Aus Beziehungen heraus, wo man ständig auf die Fresse gekriegt hat, wenn man sich nicht angebiedert hat. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist der enormste Erfolg in meinem Leben, frei zu sein. Einfach frei zu sein. Und sagen zu können, was ich denke. So. Und für mich ist auch ein Erfolg. Zum Beispiel, dass diese Inhalte hier von Menschen ernst genommen und konsumiert werden, ja, sozusagen. Und nicht im Sinne von Konsum, ne? Sondern die das anklicken, obwohl da ein Scheißbild ist. Ja? Die das zu Ende hören. Die sich auch lange Videos angucken, die noch mitkriegen, sie müssen ihr Gehirn trainieren und nicht nur klick, klick, klick machen. Die wirklich am Wachwerden arbeiten wollen. Das ist für mich ein Erfolg. Für mich sind auch alle Erfolgsgeschichten, wenn mir Leute was rückmelden, zum Beispiel, was eben Videos oder auch ein Coaching positiv verändert hat in ihrem Leben. Für mich ist jedes Business, was an den Start geht, mit einer Ethik sozusagen, die also einer göttlichen Ordnung folgt, ja, oder jedes Unternehmen, was wieder in die göttliche Ordnung zurückgefunden hat nach dem Coaching, ist für mich ein verdammt krasser Erfolg. Für mich ist jedes kleine Fitzelchen in einem korrigierten Familiensystem ein Erfolg. So. Für mich ist auch jede, gerade als wir gehabt zum Beispiel, Trennung ein Erfolg, wo sich dann endlich mal vom falschen Partner getrennt wurde, statt an dem festzuhalten und göttliche Flüsse zu unterbinden. Ja, so.
Also für mich ist alles Erfolg, was Entwicklung folgt und was Ängste überwindet und was ein Stück weit mehr in die Ordnung findet, die die Welt hier eigentlich innehaben sollte, sozusagen. Ein Stück weit mehr 4D. Ja? Das ist für mich Erfolg. So, jetzt musst du einfach für dich ganz wichtig definieren, was ist für dich Erfolg? Und erst wenn du das definiert hast, kann das auch folgen. Und wichtig bei der Erfolgsdefinition, das darf und muss sich verändern dürfen. Das heißt, woraus eine Flexibilität in deinem Kopf. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, es ist für mich nicht wichtig, was da für ein Auto steht oder was weiß ich was. Ich wünsche mir schon irgendwann ein Jeep, das ist nochmal ein großer Traum von mir. Wenn man sagt, kleine Frau braucht großes Auto. Und irgendwann wird das mit Sicherheit da sein, aber auch erst, wenn ich ihn brauche, jetzt brauche ich ihn nicht. Ja? Also, wer weiß, wo ich noch so hinkomme in meinem Leben und ich weiß, dass ich irgendwann irgendwo leben will, wo ich einen Geländewagen haben will. Aber auch jetzt, zu meiner jetzigen Lebensphase, wäre das zum Beispiel noch nicht so. Ich lebe gerade da, wo ich lebe, sehr, sehr gut. So. Aber so ist es eben. Erfolg darf sich in einer Tour verändern. Aber was eben kein Erfolg ist, meiner Meinung nach, ist einfach sinnlos, Dinge anzuhäufen. Was soll ich hier zum Beispiel einen Jeep vor der Tür haben? Naja, gut, ich meine, ein Allrad wäre nicht schlecht in mir Bürger, ja, aber so. Naja. Und alles, womit wir uns vollfrapsen, was so äußerliche Erfolge sind, das sind meistens. Das ist dumm. So. Und es behindert auch. Es behindert Lebensenergie, es behindert Fluss. Und ich glaube, dass also ganz viel Erfolg auch davon abhängt, wie man ausmistet, wie man also sein Denken ausmistet, auch von falschem Erfolgsdenken. Und das finde ich so, so schade in diesen ganzen kommenden, in meinen Online-Kursgeschichten, dass sie eigentlich totale Stütze für ein Hirnwäschesystem sind, weil sie mit diesen Werten werben. Hier macht dein spirituelles Coaching-Business und werde endlich frei, dann hast du die 8. Alter, okay, gut. Das heißt, wohin willst du denn Leute coachen, dass sie jetzt sollen jetzt alle Jets haben? Ich weiß jetzt nicht, was der mit der CO2-Belastung macht und so weiter und so fort. Ja, also ne, das sind für mich Welten, die funktionieren so nicht. Wir sind so individuell und es braucht einfach nicht jeder eine Yacht oder was weiß ich. Was ich glaube, Erfolg hat auch ganz viel mit Bescheidenheit zu tun und auch Glück hat ganz viel mit Bescheidenheit zu tun. Ja? Glücklich sein heißt dankbar sein für die Dinge, die man hat, statt ständig nach denen zu geiern, die man nicht hat. So. Und das ist ein persönlicher Erfolg auch, wenn man das schafft, sich von diesem Bedürfnis, Hirnwäschezeug, was einem so reingetrichtert wurde, von wegen, wenn du das und das nicht hast, dann musst du bitte unglücklich sein. Ja, hallo, wer sagt denn das? Ja. Also ich stelle mal eine Frage, wenn du gar nicht wüsstest, dass du das und das haben solltest und du würdest nur sehen, was du jetzt hast, wärst du wirklich so wahnsinnig bombenunglücklich? So? Ja. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt auch dieses Bürgergeld, selbst wenn man das natürlich als eine ganz fiese Masche sehen kann, ja, ist es bestimmt auch. Aber ja, schlagen wir das System mit ihren eigenen Waffen, sage ich mal, oder mit seinen eigenen Waffen. Das kann eine unglaubliche, kann ein Sprungbrett sein für ganz viele Menschen, sozusagen ihr Marketing an Start zu bringen. Und auch wenn du jetzt kommst und in irgendwelchen Sachen drin hängst und sagst, ja, aber es soll den Mittelstand ausrotten, wird es nie machen. So. Weil wir in einer Evolution sind, in einer ganz, ganz mächtigen Evolution, die niemand aufhalten kann. Niemand, ja. Und wo es so wichtig ist, dass es Businesses mit Herz gibt. Und die werden gebraucht werden. Das heißt, es ist absolut legitim, sich auch erstmal auf ein, sag ich mal, Feld zu begrenzen, wirklich auszusortieren und zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt nichts mehr habe? Also ich kündige meinen Job, ich muss dafür vielleicht das und das machen und das aufgeben, mal einmal ein Reset machen. Aber dann habe ich eine Chance, mir zu finden, was für mich wirklich Erfolg ausmacht. Ja. Und dann habe ich auch eine Chance rauszufinden, was ich eigentlich in dieser Welt wirklich machen will. So. Wir sind Chancen. Und ich glaube, das unterscheidet auch ganz doll eben Leute mit Erfolgsbewusstsein von Leuten mit einem Mangelbewusstsein. Das heißt, du kannst auf alles gucken und kannst es als Chance sehen oder du siehst den Mangel. Ja. Ich glaube, man muss schon beides sehen und mir entgehen bestimmte Sachen da auch nicht mit dem Bürgergeld. Ja. So ist nicht. Aber trotzdem sage ich, ja gut, es ist aber auch eine Chance. Ganz einfach. So. Und das ist halt, also ich kann mich dann hinterher entscheiden für die Sache, wie gucke ich da drauf. So. Ganz einfach. Ja.
Also ich wünsche dir, dass du Erfolg für dich gut definieren kannst und vielleicht einfach mitkriegst, was in deinem Kopf gar nicht deine Erfolgswünsche sind, sondern eigentlich Wünsche deiner Umwelt, ja. Und ich habe zum Beispiel immer gedacht, ja, und ich müsste das und das und so ein krasses Unternehmen haben und was weiß ich, was alles. Und erst als mir aufgefallen ist, dass das gar nicht mein Wunsch ist, weil ich eigentlich mit meiner kleinen Praxis doch ganz zufrieden war, ja. So war überschaubar, wenig Buchhaltung, wenig Kram, trotzdem Auskommen, was für meine Belange absolut ausgereicht hat, ja. Zwar nicht so, dass man sich jetzt irgendwie davon Haus und Hof kaufen kann, aber ja, mein Gott, das wird vielen so gehen. Und ich glaube, ist einfach auch die Zeit. Vielleicht muss man auch einfach lernen, mit leichtem Gepäck zu reisen durch dieses Leben, wo im Prinzip alles nur geliehen ist, ja. So, sondern dass das im Prinzip das kleine Mädchen in mir war, hat irgendwie doch noch irgendwie echt meinem Vater eine beweisen wollte, ja. Und eben über ja, ein Erfolgsding meines Vaters, also im Prinzip der Erfolgsdefinition meines Vaters gefolgt haben, ohne das zu merken. Hey, muss man echt mal hinterfragen. Und ich glaube, das ist halt einfach so wichtig, dass wir fremde Erfolgsgeschichten loslassen und uns damit nicht mehr vergleichen und definieren, sondern wirklich sagen, was ist Erfolg für mich? So, und den kannst du in ganz, ganz kleinen Dingen finden. Dazu lade ich dich ein, mit diesem Video da zu gucken. Okay, also ich hoffe, dass wir das global schaffen, Erfolge anders zu definieren. Dann gibt es nämlich weniger Machtmissbrauch, weniger Gier, weniger Neid, weniger Hass, weniger Streit, sondern einfach, ne, mehr Güte, mehr Miteinander. Das wäre schön. Also, bis dann.